So, was kann man sagen über die E-Scooter, die gerade Wien überschwemmen? Ist es lustig? Natürlich, darum macht es ja auch schon kleinen Kindern Spaß. Ist es schnell? Ja, erstaunlicherweise schon und dabei völlig leise. Aber das ist nicht unriskant, nicht nur deshalb, weil größtenteils auf illegalen Wegen gefahren wird. Denn diese Dinger sind alles andere als stabil. Jeder Radfahrer und Motorradfahrer weiß, dass je größer die Reifen, desto mehr Stabilität wird dem Fahrzeug verliehen. Das heißt, in der Kurve und bei leichten Bodenunebenheiten merkt man hier schon, dass man relativ wackelig unterwegs ist, obwohl die Scooter, wie hier zum Beispiel von Bird, und das gilt stellvertretend für alle Anbieter, die es in Wien gerade gibt, vergleichsweise massiv gebaut sind. Wie funktioniert es denn? Funktioniert nur das ganz einfach, man scannt den QR-Code, auch das ist bei allen Anbietern gleich, zahlt 1 Euro Startgebühren, 15 Cent pro Minute, auch hier unterscheiden sich die Anbieter nicht. Wenn man Gas geben will, drückt man mit dem rechten Daumen hier drauf, muss zweimal antreten, darum ist der Name Tretroller ja auch noch vergleichsweise treffend und dann geht es los mit knapp 25 km/h und das ist tatsächlich vor allem auf einem vollbesetzten Gehsteig und viele Wienerinnen und Wiener werden das schon erlebt haben, eine gar nicht ungefährliche Sache. Die Bremse links ist dann, bremst das Vorderrad, wenn man vergisst hier hinten drauf zu steigen, wo das Hinterrad gebremst wird, läuft man hier schon Gefahr, einen kapitalen Sturz zu bauen und ein weiterer Vergleich zum Radfahren und Motorradfahren drängt sich auf, denn hier weiß jeder, mit so kleinen Reifen müsste man nicht nur instabil in der Kurve bremsen, das ist eine ziemlich heikle Aufgabe, das beherrscht nicht jeder, also ein bisschen Eingewöhnung braucht man und selbst dann, wenn man in der Kurve abbremsen muss zum Ausweichen, das kann durchaus riskant werden. Wie gesagt, die Anbieter unterscheiden sich eigentlich kaum außer optisch. Drei gibt es in Wien, Branchenprimus Lime, die haben aktuell rund 1500 Roller am Start. Dazu gibt es eben noch Bird, mit denen sind wir gefahren, mit etwas über 800 und der kleinste Anbieter, ein Berliner Startup, Tier Mobility, ca. 250, also insgesamt rund 2500 Roller, allein über den Verleih in Wien unterwegs. Dazu kommen noch Tausende, die in privater Hand sind. Und wie gefährlich das aktuell ist, das zeigt auch ein Unfall, wenn wir hier rüberschwenken. Einer von zwei, die bis jetzt offiziell passiert sind. Zuerst wurde in der Simmeringer Hauptstraße am Donnerstag letzter Woche ein 8-jähriges Mädchen niedergemäht, kam mit Kopfverletzungen ins Spital. Und hier im Flussbett des Wienflusses sieht man einen Roller der Marke Lime. Der ist nämlich am Wochenende samt einem jungen Mann hier auf den Boden gekracht. Dieser junge Mann wurde von der Rettung mit Seilwinde geborgen und kam mit einem Schädelhirntrauma, also wirklich schwer und lebensgefährlich verletzt, in ein Wiener Krankenhaus. Ja, wie steht es insgesamt um die Sicherheit? Die Wiener Polizei, die weiß schon, dass das mittlerweile ein Problem ist, will sich dem aber erst im Frühjahr stellen. Das hat letztlich einen durchaus nachvollziehbaren Grund, denn im Winter wird in Wien, wenn es kalt wird, möglicherweise regnet, weniger los sein mit diesen Scootern als im Frühjahr, wenn vor allem auch die Touristensaison so richtig wieder anzieht und die Menschen im Freien unterwegs sind. Das ist aber auch gut so, denn mit dem Laub, das aktuell auf der Straße liegt, auch das ist wahnsinnig rutschig und gefährlich. Die Pause ist also gar nicht so schlecht. Aber das Problem, das wird dann deutlich größer werden. Die Polizei kündigt auch an, dass man wohl Schwerpunktaktionen setzen müsse, wenn sich dieser Trend denn so fortsetzt. Aktuell, wie gesagt, tut man da wenig, mit einem Grund allerdings. Und es werden auch erste Verbote gefordert, unter anderem von Markus Fiegel, dem Bezirksvorsteher der inneren Stadt. Wobei, dieses Verbot gibt es ja an sich schon, denn für diese Scooter, die tatsächlich wahnsinnig schnell über die Gehsteige und großteils illegal durch die Stadt flitzen, gelten die gleichen Regeln wie für Fahrräder. Nur daran halten tun sich die wenigsten, denn je kleiner diese Dinge werden und je mehr sie einen Spielzeug erinnern, desto eher hat man offenbar das Gefühl, dass man damit machen kann, was man will.